Alexa, Philips Kugel an. Okay. Cosmo? Kommst du jetzt schlafen? Katzi? Antwortet nicht. Oh, ist das süß. Ist das ein süßes kleines Hasenbaby? Ja, du. Ja, du. Sollen wir rausgehen? Ja? Sollen wir rausgehen? Aber hast du gesehen, wie windig es draußen ist? Guckt euch das mal an. Es ist so laut und so windig. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Doch, meinst du? Also du meinst, wir können jetzt locker easy rausgehen. Ja? Und du meinst, der Nachbarskater kommt nicht? Meinst du nicht? Und dann streitet ihr euch? Bubi, bububub. So, meine kleine Kätzchen, du. Apollo ist so süß. So süß. Heute hat er die ganze Nacht wieder mit uns gekuschelt. Ja, und Cosmo? Cosmo hat wieder Dämonen beschwört. Wie ihr vorhin gehört habt. Typisch Cosmo. Nicht wahr? Wer hat wieder nachts Dämonen beschwört? Du? Ja, du. Ja. Was denn? Also, wir haben die Toilette jetzt schon seit ein paar Tagen hier stehen und es riecht tatsächlich nicht. Dadurch, dass der sich direkt sauber macht, nachdem die Katze drauf war, kann es auch im Wohnzimmer stehen. Ja, aber bald muss ich da einen Platz für finden. Ich glaube, das kommt ins Badezimmer oder so. So, Katzi. Wir wollen rausgehen, genau. Dafür muss ich mir jetzt aber eine Jacke anziehen und draußen alles zusperren. Oh Gott, ihr wisst gar nicht, wie windig es draußen ist. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, meine Kätzchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, du schreist aber laut. Ich bin ja schon fertig, ich wollte mir nur eine Jacke anziehen. So, und jetzt? Da hört ihr es, wie windig es ist. So, und jetzt wollte ich mal gucken, dass ich hier alles klatschig mache. Erstmal stelle ich das hier wieder hier drauf. Jetzt stelle ich das so. Geht nicht. Das fliegt irgendwie alles weg. So, ich hoffe, so fliegt es nicht weg. Ach, safe wird das wegfliegen. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier wieder stehen bleiben und aufpassen, dass hier nicht irgendwie ein Kätzchen kommt. Oh, dieses Kätzchen ist schon draußen. Cosmo. Hast du keine Angst vor dem Wind? Nein? Bist du sicher? Ich finde es schon ganz schön krass windig. Ich glaube, man hört das auch, wie windig es ist. Was ist eigentlich mit Apollo? Unser wunderschöner Baum hat fast alle Blätter verloren wegen dem blöden Wind. Ach, Apollo ist schon hier. Was ist das? Was ist denn das? Pfui, nicht essen. Nicht essen. Nicht essen, Apollos Büschel. Oh Mann, es ist einfach zu windig für diese Katzen. Besonders für Apollo. Er denkt, der Himmel faucht ihn an. So, ich muss jetzt aus diesem Matsch hier raus und zu meinem Zaun. Und aufpassen. Gestern ist es ganz schön schief gelaufen. Heute werde ich richtig vernünftig aufpassen. Und es ist kalt. So, die Katzen sind jetzt dort hinten hingelaufen. Deswegen bin ich reingegangen, weil ich das von hier aus besser sehen kann. Und es ist mir definitiv zu windig da draußen. Unser wunderschöner Baum. Ich dachte, die Blätter halten noch ein bisschen. Aber nein, leider nicht. Naja, nächstes Jahr kommen sie ja wieder. Und ja, wenn was ist, dann kann ich ja von hier aus auch schnell rauslaufen. Und so kann ich sie besser beobachten als draußen mit dem Wind. Weil ich kann bei dem Wind nicht mehr die Augen aufhalten. Das brennt voll. Na, was ist? Ja, ich weiß, dass es windig ist. Beschwert sich.
ist ihm zu kalt, es ist ihm zu windig, alles ist hier abgesperrt und gruselig. Katja, sollen wir nicht wieder reingehen? Was sagst du? Ich höre dich nicht, wegen dem Wind. Nicht reingehen? Doch, hier, da ist die Tür aber zu. Ich muss von der anderen Seite gehen, komm. Komm. Von der Seite musst du rein. Guck, hier. Komm schnell, Cosmo. Mann ey, diese Katze. Wo bist du denn? Er hat sich jetzt einfach hier drunter versteckt oder was? Ja. Komm, komm rein. Mach's nicht. Na dann versteck dich. Apollo, Apollo. Du sitzt im Gebüsch. Kätzchen. Komm, wir gehen rein. Es ist super windig. Und ihr habt jetzt auch ein bisschen draußen gespielt, findest du nicht? Los. Los! Ey. Los, 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 los. Husch, husch, husch. Boah, kann er schnell laufen. Na komm rein. Komm. Ach, jetzt hier. Das, hopp. Cosmo. Komm schon. Hallo. Komm. Komm. Hey. Komm raus. Katzi. Hallo. Oh, ich gehe rein. Irgendwann wird er schon rauskommen. Nicht wahr, Apollo? Hab ich gehabt. Ratet mal, wer wieder durch die ganze Nachbarschaft gerannt ist. Ich dachte, dass die Katze abgehauen ist, aber er ist nicht abgehauen. Er hat sich nur in diesem Berg hier so gut versteckt, ihn nicht gesehen. Jetzt muss ich versuchen, ihn rauszulocken, damit er mal nach Hause kommt. Yeah. So einfach ist das nicht mit dieser Katze. Didi, komm rein. Oh, Glück gehabt. Hier, spielen. Puh. Ich bin ganz durcheinander. Und meine Haare, sieht ganz schrecklich aus. Was ist denn los, Cosmo? Katzi, was hast du da gesehen? Es war bestimmt nur ein Blatt, was vom Wind weggefegt wurde. Mach dir keine Gedanken. Und dieses kleine süße Wuschelkätzchen? Es möchte gar nicht mehr raus? Nein? Oh, müdes Baby. Bubi. Katzi, ich versuche hier zu arbeiten, um dir Leckerlis kaufen zu können. Ich glaube, er hat es verstanden. Oder? Hast du es verstanden? Offensichtlich.